Moin Moin und damit herzlich willkommen zu FIFA Retro, heute zu FIFA 10 und dieses FIFA, also es ist einer der interessantesten FIFA-Teile, die es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, was die Leute sich damals ausgedacht haben, aber wir spielen es trotzdem. Wer sind wir? Das ist der M615 und Louis. So sieht's aus. Wir spielen das Spiel der Relegation. Was? Warum? Wieso spielt die Relegation? Relativ einfach. Unter anderem damals der FC Augsburg. Eigentlich ein Team, was man nicht wirklich eingeschätzt hat in Liga 2 als positiv. Urplötzlich Dritter. Mhm. Und, was habe ich im letzten Teil gesagt? Relegation bitte abschaffen. Haben sie nicht getan. Wer hat es nicht geschafft? Richtig. Augsburg. Nürnberg hat zum zweiten Mal in Folge die Relegation gewonnen. Und dieses Mal hieß es Klassenerhalt. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass die Nürnberger damals eine gute Truppe hatten. Das werdet ihr gleich sehen mit Andros, Ralf Diaz, Marek Mintal, typisch. Und man hatte da unter anderem auch einen Spieler namens İlkay Gündoğan, der damals noch ein unbekanntes Blatt auf der Fußballwelt war. Richtig. Und dann erst noch zu Nürnberg, seine Karriere in Deutschland gewonnen hat. Die Spielerstärke ist von jetzt. Ja, und ich würde sagen, let's go. Ja, ab jetzt denke ich so, warte mal, Emma, das sieht doch schon so aus wie bei dir von damals. Ja, das liegt ein bisschen daran, dass sie tatsächlich da das eingeführt haben mit der Nintendo Wii-Grafik, die wir dann ja auch bei FIFA richtig 12 hatten. Und zu FIFA 12 kommen wir auch noch demnächst. Ja, was ist in diesem Jahr passiert? Im Endeffekt eigentlich einiges Interessantes, unter anderem ein fast Champions League-Sieger aus Deutschland. Lange Zeit hat man gewartet darauf, dass in der Königsklasse mal wieder ein deutsches Team ins Finale kommt. Und wer kam ins Finale? Der FC Bayern München. Der zuvor ja nicht ins Finale der Europa League gekommen ist, oder besser gesagt, der UEFA, des UEFA Cups, der zum allerletzten ausgetragen worden ist. Ja, Tatsache. Die Einführung der Europa League, sie war da. Das, was wir heute kennen, das System, das haben sie hinzugefügt. Naja, noch nicht das ein komplett neues System, ne? Das gibt es erst seit dieser Saison. Oder ich hab ihn. Ja, im Champions League gerade, nämlich, war. Okay. Moment hier. 1-0. Okay, interesting. Also, im Champions League Finale damals FC Bayern München. Der FC Bayern München hat das im Champions League Finale gegen Mailand. Ja, viele sind davon ausgegangen, das könnte eine langer Abend werden. Am Ende war es der nicht. Und ein Argentinier hatte was dagegen. Hier genügend. So sieht's aus. Er hatte was dagegen, er hat zwei Tore waren das damals. Jo. Zwei Tore erzielt gegen Bayern und dementsprechend, ja, so gut gegessen, würde ich mal sagen. Okay, man muss aber auch dazu sagen, dass die Bayern damals einen starken Gegner hatten mit Inter Mailand. Das war wirklich eine absolute Spitzentruppe. Inter hat dann das Triple gewonnen, unter anderem mit Trainer Jose Mourinho, der schon zuvor gezeigt hatte bei Porto und halt auch bei Chelsea, dass er super spielen, super Mannschaft zusammenklappen konnte. Und Inter Mailand wollte unbedingt diesen vermaledeiten Champions League-Titel, hatten dann Zlatan Ibrahimovic verkauft und hatten unter anderem einen Spieler wie Samuel Eto'o geholt und die Mannschaft war wild, unter anderem auch mit Musso dabei. Also das war eine richtig interessante Gruppe theoretisch. Auf retro-perspektivisch ist da eigentlich eine richtig interessante Gruppe, die manche Vereine richtig alt und eigentlich nicht wirklich für die Zukunft geplant. Aber manche hatte Qualität und stand defensiv halt unglaublich stabil und hat unter anderem den FC Barcelona ausgeschalten. Und wir haben schon beim letzten Mal gesagt, dass Barcelona zu dieser Zeit Macht war. Und Team gegen die Bayern. Wir hatten mit einem neuen Spieler wie Arjen Robben und Ribéry ein richtig interessantes richtige Offensive. Aber der richtige passende Stürmer hat da noch gefehlt. Ibiza Ulic war meistens da, der Spieler. Unter anderem haben die Bayern ein richtig interessantes Spiel gegen Manchester United gespielt, wo sie eigentlich das Hinspiel 2-1 gewonnen hatten. Und das Rückspiel
ja, relativ mit 3-1 im Rückstand lag und dann kam halt die Ecke und Robbins Megator, den er dann richtig geil verwandelt. Ich denke mal, viele Leute werden vielleicht nicht so kennen. Das ist ein richtig geiles Tor von Robin Lawrence gewesen. Und ja, was in der Bundesliga abging, das ist gut. Und jetzt sind wir, wie gesagt, unter meinem Spahn. Das war jetzt ein Sieg. FC St. Pauli steigt auf in die erste Liga. Was hier in Hamburg los war, unglaublich. Der FC St. Pauli hat es nach Jahren geschafft, wieder aufzusteigen. In die erste Bundesliga, der Traum für viele Künstler hier in Hamburg war erfüllt worden. Kaiserslautern kommt wieder zurück in die erste Bundesliga, indem sie ja das ein oder andere Jahr, das sie knapp verpasst haben, haben sie es endlich geschafft, in die Bundesliga zu kommen. Das hätten sie nicht erwartet, dass Berlin jemals in die zweite Liga muss. Und ja, der VfL Bochum auch abgestiegen. Ja, jetzt erst seit kurzem wieder in der Bundesliga zurück. Und bis zu dem Zeitpunkt wurde keine Bundesliga-Spiele mehr. Das war deren letzte Saison, in der sie in der Bundesliga dabei waren. Danach hieß es nur noch zweite Liga. Katastrophale Rückrundensaison aus der letzten Saison definitiv in eine stabile Saison. Mann, das ist Hoffmann, ist abgestiegen. Wir spielen seitdem an in der ersten Bundesliga. Und ja, das eine Jahr, da kann man auch nicht spielen, da hatten sie Probleme. Da sah das zwischen ziemlich eng aus. War das eine revolutionäre Saison, weil, jetzt kommt das Jahr später, ja, was man auch noch dazu sagen muss, in dieser Saison war übrigens das letzte Jahr, wo Werder richtig gut war und man tatsächlich gut gespielt hat, schlussendlich auch den dritten Platz mitgenommen hatte und somit auch die Qualifikation zur UEFA Champions League. Denn besonders die Hinrunde war spektakulär, denn Werder Bremen war am Ende der Hinrunde tatsächlich sogar Herbstmeister mit einer richtig guten Truppe, Aaron Hunt, Mesut Özil, Marco Marin, also das war eine junge Truppe. Nach dem Abgang von Diego hätte man das nicht erwartet, dass das tatsächlich dann doch noch so eine gute Truppe werden könnte. Aber man hat es richtig gut abgefangen und die Mannschaft hat Spaß gemacht. Der immer noch einmal so gut. Nicht daran, dass ich so einen frühen Anschlag jetzt habe. So, du musst schütteln, dass du direkt umleuchtet hast. Um ehrlich zu sein, liebe Freunde, es fühlt sich mehr an wie so ein Anime-Videospiel. Ja.
stabil FIFA. Das ist definitiv der Fall. Also aus meiner Sicht, wie gesagt, das war wahrscheinlich von EA wirklich einfach mal ein kompletter Versuch, so die ganz junge Generation zu spielen. Weil unter anderem auf der PlayStation die Idee des FIFA Ultimate Team auf einmal. Weißt du, wo man sich so denkt, so, boah, es ist eine geile Idee eigentlich, so ein Team selber zu erstellen und zu sagen, Mensch, die besten Spieler von oder irgendwie Spieler zusammenzustellen und ein Team zu kreieren. War eine tolle Idee. Und dann haben wir aber gesagt, gut, das wollen wir nicht. Deswegen, Ultimate Team gab es nicht. Selber verwundert, was hier passiert, liebe Freunde. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert und warum es vor allem passiert. Und deswegen hast du jetzt einen Freistoß. Ja. Du hast mir international, wir haben eben international angefangen. Wir gehen natürlich international weiter. Der Hamburger Sportverein drauf und dran, Europa League, die neu gegründete Europa League zu gewinnen. Ne? Mhm. Kurz davor, zu Hause. In Hamburg, da war nämlich das Finale, in Hamburg das Turnier zu gewinnen. Und dann spielen sie im Halbfinale gegen Fulham und verlieren. Im Halbfinale ausgeschieden und dementsprechend dürfen sie nicht ins Endspiel. Und am Abschluss haben sie, der hat dann Fulham gegen Atletico Madrid gespielt. Das Atletico, was wir heutzutage im Endeffekt kennen und schätzen. Weil in dem Jahr die Wende von Atletico. Seitdem man ist Atletico das, was sie heute sind. Der Titel hat sie im Endeffekt dazu gemacht. Zur dritten Macht in Spanien. Ja, Valencia ist ein bisschen abgeschwächt so mit der Ende der, Ende der 2010er Jahre. Oder der Anfang 2000 Jahre. Und dann hat sich halt so eine neue Kraft entwickelt mit Atletico Madrid. Das lag aber auch in Diego Simeone, der bis heute noch drin ist. Es gibt ja wenig Vereine, die mit dem also, gefühlt in den letzten 30 Jahren, der FC Frankfurt ist dreimal nicht in der Grenze. Also, es gibt einige Teams, die wirklich sehr auf ihre Träger setzen. Und Atletico gehört momentan. Es gab einige schwierige Zeiten für Atletico, sie haben trotzdem gesagt, nee, wir behalten den Trainer, wir bleiben bei ihm, er ja, bei uns. Wünsche äußern, welche Partien wir denn in den kommenden Spielen spielen. Also bei FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, oder? Machen wir das einfach so, oder? Ja. Welche Partien wollt ihr unbedingt sehen? Haut es in die Kommentare hier, beziehungsweise ja, hier. Was ebenfalls noch interessant zu erwähnen ist, in dieser Saison ist, dass Dortmund einen neuen Trainer bekam. War den Trainer Jürgen Klopp und der hat die Mannschaft direkt mal in die Europa League gebracht. Und das war der Anfang von dem Dortmund, was wir heute kennen. Das ist also das Atletico, was wir von heutzutage kennen, hat in dieser Saison seinen Beginn getätigt und das Dortmund, was wir von heute kennen, ist ebenfalls dort. Und er kann. Aber es gibt Ende.
geht. Es ist dann die zweite rote Karte. Nachfolgende Videos verzögern sich um mehrere Stunden. Ja! Oh Gott! Ich weiß. Perfekt! Was zur Hölle? Das ist das mit Abstand seltsamste FIFA, was ich jemals in meinem Leben gespielt haben und spielen werden. Das stimme ich dir zu. Leute, ihr wisst Bescheid. Heute die Wii-Version. Habt ihr euch, ihr wisst, welches es ist. Ich bedanke mich bei euch herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, rein in die Kommentare schreiben, welche Partien ihr denn nächstes Mal sehen wollt. Das nächste Mal ist tatsächlich etwas bisschen später. Immer hat das nächste FIFA verschusselt. Das wollte ich ehrlich gesagt sagen, dass ich das nächstes Mal in einem Livestream sage. Aber passt schon. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Adieu.